Ich weiß, es wird im Moment viel über MOOCs diskutiert, überall in Europa. Ich glaube aber auch, es gibt noch keine klare Strategie, was man da eigentlich machen will. Was wir beobachtet haben, ist, dass mit dem Thema MOOCs das Thema E-Learning auch plötzlich interessant geworden ist, auch für Hochschulrektoren, für Hochschulleitungen. Das war in der Vergangenheit nicht so, aber wir können halt jetzt schon ganz klar sehen, es gibt ein verstärktes Interesse für E-Learning und das fällt natürlich in den Rahmen auch eines generell gesteigerten Interesses für die Lehre, für die Hochschullehre. Wenn man fragt, gut aufgestellt, ich glaube insofern ja, dass wir nicht sagen müssen, wir hinken da hoffnungslos hinterher. Vor gut einem Jahr hat die Hälfte der Universitäten noch nicht gewusst, was MOOCs sind. Und heute tragen wir mit fast 50% zur Welt-MOOC-Produktion bei. Also wenn ich das Ganze mal so ein bisschen metrisch angehe, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Die Frage ist, ob wir schon die richtigen strategischen Ansätze für den Umgang mit MOOCs haben. Und ich glaube, da laufen wir noch ein bisschen blind durch die Gegend. Vielleicht auch ganz normal bei sowas wie so einer relativ neuen Sache, eine Entdeckung im Grunde, wo man jetzt erst sehen muss, wofür ist das eigentlich gut. Und ich schließe auch nicht aus, dass uns das eigentlich, dass nicht die MOOCs das sind, was wir brauchen, aber dass es uns vielleicht helfen wird, genauer zu definieren, welche Form von digitaler Bildung wir tatsächlich brauchen. Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass wir in allen anderen Bereichen Kooperationsnetzwerke aufbauen und wir haben die ja für gemeinsame Programme, zum Beispiel für Forschungskooperation. Warum sollten wir das nicht auch im Bereich der digitalen Bildung oder der digitalisierten Bildung tun? Also ich denke, dass das auch tatsächlich eine große Chance wäre, dass man halt in Zukunft Programme wie ein Erasmus Mundus Programm, das könnte eine digitale Komponente haben. Nicht jeder muss überall hinfahren. Gemeinsame Klassenräume, die man europäisch oder auch weltweit teilt, das finde ich ist eine großartige Möglichkeit. Und auch Möglichkeiten für Studenten international, europäisch oder international zusammenzuarbeiten. Also ich denke mir, es ist eine wunderbare Lösung, nicht nur für das Branding, halt für die Reputation. Und so wurde sie ja in erster Linie wahrgenommen und vielleicht Studenten anzuziehen. Das ist ja in vielen Ländern, in Deutschland ist das anders, aber in vielen Ländern ist das ja eine Frage der Hochschulfinanzierung. Aber das ist eben auch eine Möglichkeit für Internationalization at Home, für die Entwicklung von wirklich internationalen Curricula und einem Studienerlebnis, das international ist, obwohl man vielleicht nicht oder nur einen Teil der Zeit tatsächlich im Ausland verbringt. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die denken, dass was man in Nordamerika sieht, sollte man hier reproduzieren. Aber Erfahrung zeigt auch, dass das eigentlich nicht funktioniert. Ich glaube, es gibt nicht die zentrale europäische Lösung. Erstmal sind die Portale in den USA einfach zu populär und auch zu wichtig für europäische Hochschulen auch. Und dann, glaube ich, gibt es auch schon diese, Sie haben es ja schon angesprochen, iVersity 5, 6, 7, wahrscheinlich gibt es in 2, 3 Jahren noch mehr. Ich sag's mal so, nationale Plattformen, die sind so national, wie unser ganzer Ansatz, glaube ich, in den Hochschulen auch ist. Das heißt, es geht nicht mehr, Hochschulbildung findet nicht mehr allein im Rahmen eines Landes statt, sondern das geht schon über die Grenzen. So haben Sie in iVersity sehr internationale Beteiligung auch. Und ich vermute einfach mal, das wird sich in den anderen Plattformen entlang der Sprachenlinien auch genauso entwickeln. Also möglicherweise wird Mirada X wird eine Plattform für Spanisch werden. Ich gehe auch davon aus, dass bestehende Plattformen polyglotter werden.